Hallo liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mikitrain-Video. Ich war ein bisschen tätig und habe meinen deutschen Bahnübergang mit einer Blinkanlage ausgerüstet und auf meinem Campingplatz ein paar Lampen installiert. Und das zeige ich euch jetzt. So, an diesem Bahnübergang habe ich also jetzt meine Warnblinkanlage installiert. Noch blinkt sie nicht, ich schalte sie gleich ein. Die finde ich auch immer noch sehr, sehr schön. Schranken gibt es da noch nicht. Vielleicht brauche ich mal irgendwelche hinzu. Da müssen wir einmal über die Anlage gehen. Gehen an dem niederländischen Bahnübergang vorbei. Ja, ich habe noch nicht eingeschaltet, deswegen blinkt auch noch nichts. Hier ich noch eine Peitschenlaterne, die kann ich mir wegschmeißen. Da ist nämlich noch ein Kabel dran. Und dann geht es rüber zum Campingplatz, vorbei an der Mühle. Einmal kurz drüber fliegen. So, und hier habe ich also, so ist besser, hier habe ich also Lampen installiert, die ich jetzt auch mal einschalte. So, liebe Mikitrain-Freunde, jetzt zeige ich euch das Ganze im Betrieb. Es blinkt und blinkt und blinkt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das gefällt mir gut. Von der Seite auch noch einmal eben. Ja, da steht der Baum davor. Okay. Und jetzt gehen wir am Bahnhof vorbei. Hier kommen wir dann zur niederländischen Blinkanlage. Und dann schwenke ich rüber. Und tada! Der Campingplatz ist beleuchtet. Die Mühle ist beleuchtet. Und der Leuchtturm, der sich zurzeit nicht leuchtet und nicht dreht, ich muss gleich nochmal nachgucken. Und eigentlich ist auch die Anstrahlung der Mühle da, aber auch das gerade nicht. Das repariere ich jetzt. So, die Mühle läuft auch wieder und das Licht ist auch wieder repariert. Und der Leuchtturm funktioniert auch wieder. Da war ein Kabel ab. Ja, der Campingplatz ist erleuchtet. So sieht es aus bei Tag. Und so sieht es aus bei Nacht. Hat auch einen gewissen Charme und Flair. Die Mühle beleuchtet hier die Lampen, die ich hier gebaut habe, für die Campingplatzbeleuchtung. Hier in der Mühle habe ich auch eine Lampe hingesetzt und der sich wieder drehende und leuchtende Leuchtturm. Ja, das war's mal wieder von eurem Mikitrain, der immer wieder für Beleuchtung auf der Anlage gesorgt hat. Aber jetzt, Leute, jetzt ist wirklich Schluss mit Beleuchtung und Kleinarbeiten. Jetzt muss ich mich mal um meine Signale kümmern, die ich mir gekauft habe. Und da lese ich mich jetzt erstmal ein. Ich versuche das mal so zu steuern und zu programmieren über Kontaktgleise, dass wenn der Zug gegen das Signal fährt, also in Gegenrichtung, und das Signal ist geschlossen, er trotzdem durchfahren kann. Da gibt es ja die Möglichkeit und ich mache mir einfach mal schlau, wie das funktioniert, bevor ich jetzt die ganzen anderen Signale einbauen. Soweit von eurem Mikitrain. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.